halben Stunde den Ausgleich gemacht. Ja, die hören nicht auf, aber man merkt schon ein bisschen, dass ihnen die Kraft ein bisschen fehlt. Also sie können nicht über 60 Minuten auf dem läuferischen Niveau spielen, wie wir sie zum Beispiel letztes Jahr im Finale gesehen haben. Ich glaube, dass das Spiel gegen die Deutschen wirklich viel Kraft auch den Russen gekostet hat. Gonča. Kalinin. Muss ja auch Semin den langen Weg zurückgehen. So, und jetzt von Haustür zu Haustür. Nee. Voracek dazwischen. Ei. Fedorov von Ovechkin. Das hat beiden wehgetan. Die laufen beide nicht rund im Moment. Und das Tor! Aber ich glaube, es gibt einen Videobeweis, denn da war ein Schlittschuh mit dabei. Und wieder war es ein gefährlicher Konter, der hier für Torgefahr sorgt. Möglicherweise sogar für das 2-0. Aber Ausgangspunkt war dieses Missgeschick von Fedorov und von Ovechkin, die auch beide an der Bank behandelt werden. Jetzt sehen wir erst nochmal Torchance. Von hier nicht zu erkennen. Ja, die Regel ist eindeutig. Wenn er die Scheibe kickt, aktiv mit dem Schlittschuh, darf er das Tor nicht geben. Das ist kein Kick. Ja. Das ist ein reguläres Tor, er macht seine Bewegung weiter und keine Bewegung hin zur Scheibe. Insofern 2-0 für Tschechei. Tomáš Rolinek, Tor ergibt es, 2-0. Ist das die Geschichte dieses Spiels? Rolinek ist auch einer, der in Russland in der KHL spielt. Magnitogorsk. Das ist der Ausgangspunkt. Das war die Aktion. Und dann können sie natürlich ganz schnell umschalten. Da stimmt die Zuordnung für Sekunde nicht. Gonča hat seinen Mann mit. Hier sieht man, Ovechkin wollte eigentlich dem tschechischen Spieler ausweichen. Und springt und fliegt da Fedorov hinein. Ist das die Szene, die dieses WM-Finale entscheidet, die Russland zu Boden bringt? Tschechien, der Torschütze.